Freund von mir, der heißt Thomas Schulz, der kommt aus der Gegend. Er hat hier noch engste männliche Verwandtschaft. Sein Cousin hat uns gerade im Wolfgang mitgeführt, der Wolfgang. Und der brachte mir 800 Seiten waren das damals. Er sagte, ich möchte gerne eine Erzählung schreiben, was ich davon halte, ob man daraus was machen kann. Und da habe ich gesagt, 800 Seiten hast du einen Vogel, wer soll die lesen? Ich habe die Zeit gar nicht. Ich schreibe mal 300 Seiten, ich kürze mal zusammen. Und wir kennen uns sehr lange, deshalb wollte ich das sagen, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und Tommy hat gesagt, na gut, ich mache es mal ein bisschen kürzer. Und dann kam er wieder tapfer und hat es wieder hingelegt. Und das haben mich die Figuren sehr interessiert, was er da aufgeschrieben hat. Und auch die Konfliktkonstellation, weil das zeugte von einem großen Wissen um die Gegend. Und da habe ich gesagt, Tommy, ich glaube, da kann eine gute Erzählung draus werden oder wir machen ein Drehbuch draus. Und da er kein Drehbuchautor ist, haben wir uns dann entschieden, er macht die Erzählung und ich schreibe das Drehbuch aus diesem Material. Und nun haben wir da, ich sag mal, natürlich einen Sender gesucht zu diesem Zeitpunkt und es liegt ja nahe, da wir ja sehr eng und vertrauensvoll mit dem MDR zusammenarbeiten, um Wolfgang Kurk zu geben, mit dem hatten wir schon mehrere Filme gemacht, außer den Serien und Dingen, die wir, er ist vom Polizeiruf zuständig, auch als Redakteur, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, lies dir mal durch, ob du dein Interesse dran hast. Und dann haben wir uns diesem Stoff gemeinsam genähert und haben eine Lesart für eine Fernsehfassung versucht zu finden. So, das war der Anfang. Das hat alles insgesamt 5 Jahre gedauert, bis wir heute hier stehen dürfen. Geschichten, also wo dann die MTM eingeschaltet wurde, ja, das wie ist, hat sich das dann geklärt? Also es ist immer so, wenn Sie so einen historischen Film drehen, werden Sie mehr, das kostet ja mehr als ein Tatort. Also als der Produzent zu uns gekommen ist, das Thema war sofort etwas, wo ich gesagt habe, ja, das überzeugt mich, das ist interessant. Bei mir kam auch dazu, dass ich persönlich an dem Thema sehr interessiert bin. Ich bin in der Bibliothek aufgewachsen. Ich habe in Schlema gewohnt und in Heidelberg. Also meine Kindheit war mit großen LKWs, mit viel entspannten Schießgrad auf den Halden zu tun. Und wir waren uns sehr schnell einig, das ist ein Film, der sprengt natürlich das normale Budget. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat, also unsere Redaktion hat gesagt, gut, wir können den Film kann aber bestimmt nicht finanzieren und der Produzent muss sich auf die Suche machen, muss ja weitere Partner finden. Bei dem langen Weg auf der Suche nach Partner, da gab es die unterschiedlichsten Varianten, das sind die Kinofilme und was es alles gab, ausländische Partner, haben wir dann den Westdeutschen Rundfunk gefunden und als dritten Partner Fernsehen mit den Karten drin. Und dann hat der Produzent sich auf die Westdeutschen zu beantragen. Also wir haben ja versucht, was Wolfgang sagte, innerhalb der ARD-Partner mitzufinden. Der erste Partner, wie Wolfgang sagt, war der WDR, der zweite war Arte und der dritte wesentliche Partner für uns in der Region war der WDR. Wenn wir diese Förderung nicht bekommen hätten, wir haben gefangen, dann hätte es persönlich stattgefunden. Das war für uns die wichtige Schlussförderung und das war der Stempel drunter, jetzt können wir anfangen. Anfang aber heißt natürlich mit einem nicht sehr hohen Budget. Ich will jetzt keine Namen der Produzentenlandschaft in Deutschland nennen, das hätten viele nicht angefasst, das Thema für so wenig Geld. Wir haben Wege gefunden, um mit diesem Geld das effektiv zu machen. Und wir haben auch gerade uns nochmal bei den Kumpels bedankt, weil das war schon beeindruckend, mit welcher Kameradschaft, Solidarität und Engagement die uns geholfen haben. Also das, was die für uns geleistet haben unter Tage, war wirklich toll. Also da waren wir, meine Truppe hat gesagt, die war begeistert und das Schöne war, als wir vorhin uns von ihnen verabschieden, sagen auch, wir waren auch begeistert. Wir hätten nie gedacht, dass das so ein Aufwand ist und dass ihr so einen Rummel macht hier um diese Geschichte und dass eure Leute so gut Holz verbauen können. Ja, das war das auch nicht gedacht. Also insofern war das beidseitig. Sie meinen jetzt die Kumpels oder die Hobby-Kumpels von Markus Röning? Genau, ja, Hobby-Kumpels. Ja, das sind ja teilweise richtige Kumpels dabei. Ja. Wie gesagt, wir finden bei uns kleinere Stadtbezirke, zum Beispiel in Heimark, Reichenberg, Lieberetz, Leute, haben wir gedrehen dürfen und wir haben bei Prag in Kladno drehen dürfen. Und so konnten wir bestimmte Stadtteile zusammenbauen, ohne großen Aufwand. Das heißt, die waren historisch zwar nicht Annaberg, deshalb haben wir gesagt, wir werden nicht unbedingt sukzessiv sagen, wir sind jetzt in Annaberg im Film, sondern die Annaberge sagen, das haben wir doch gar nicht, sondern wir sind in einer Erzgebirgsstadt. Und wir wollen uns diesen Vergleich nicht aussetzen, weil den würden wir nicht aushalten.
Aber auf der anderen Seite hätten wir nicht anderthalb Kilometer nicht nachbauen können. Das war das Geld. Gibt es eine Summe für die Filme? 2,7 Millionen. Und die einzelnen Figuren sind real, also real, die sind recherchiert worden. Natürlich haben wir nicht gesagt, diese es gibt, Sie werden es wissen, Sie kommen von hier, es gab die Wassereinbrüche bei der Wismut, es gab einen Chef, der da zuständig war, es gab Untertage, die Russen, es gab die Kumpels, die aus aller Welt hier eingefahren sind, also von Oberschlesien bis. Das heißt, die gesamte Recherche haben wir auch zusammen mit der Wismut machen dürfen. Das heißt, wir sind zu den noch existierenden Gremien der Wismut hin und haben gesagt, wir brauchen Material und haben das Material bekommen und haben aus diesem Material natürlich auch das gezogen, was wir brauchen. Aber Ringfilm ist dann quasi eine Geschichte gefasst worden. Richtig, ist eine Geschichte gefasst worden. Wie man das beim Film so macht, das ist ja das, man kann ja nicht nur, wenn ich mit dem Krimi im Tatort zu den Krimi-echten Leuten gehe, sagen die, das ist doch bei uns ganz anders. Und dann sage ich, erzählt mal, wie das bei euch anders ist. Und dann fragt die anderen, wollt ihr diese langweilige Sache sehen, die ihr euch mal erzählt hat? Sagt dann, nee, macht mal euren Film lieber rein. Also, wir haben ja schon lange telefoniert, Herr Mutter und ich. Der gehört groß aus, eine russische Kommandantur, die also lange Zeit tätig war. Also, es ist wirklich real gewesen. Das Original, die Originalwelle ist ja noch da. Aber wir können dort nicht drehen. Wir hatten uns dann überlegt, welche Sachen sind wir. Und dann sind wir nach Krimmelschau wirklich unter der Hane. Krimmelschau, genau. So, und natürlich diese Stadtwald-Geschichte, das war eine tolle Geschichte, dass es das so ergeben hat. Also, wo man gesagt hat, das wäre eigentlich eine schöne Sache mit dem Stadtwald. Die Zeit nur überhaupt betraut bekommen. Ja, wir hatten. Übrigens, Herrn Görsch haben wir nicht vorgestellt, fällt mir gerade an, das ist der, der das Geld verantwortet von der Mitteldeutschen Medienförderung. Das wir bekommen. Und ich muss ihm heute ein bisschen zeigen, wo es hingeflossen ist.